LIP. Und Teamname 1 war Olli S. So. Jetzt noch Reset Scores. Und alles. So, Junge, was ist das für eine Taktik, Alter? Da geht's ja richtig los. Da geht's ja richtig los. Da wird eine richtig heftige Geschütze ausgefahren. Mit den Fahrzeugen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ellie ballert schon drauf los. Bis jetzt passiert noch nicht so viel. Pacho. Da gibt's schon. Ellie hat schon 50 HP den Jungs abgezogen. Not bad. Und wieder weiter HP verloren. Also die Erfahrung Miller und Olli sind jetzt wieder im Nachteil. Ich sollte vielleicht nur während den Runden nicht ins Forum gucken. Muss ja natürlich jetzt hier. Wurde schon von meinen Pleb-Membern markiert, dass sie die Base verlegen wollen. So. Ja, also die Teamnamen, die kann ich eh nicht alle reinschreiben, weil ihr seht, ich habe irgendwie nur vier oder fünf Buchstaben benutzen. Also Eli Penis und Olli Scheide passt also jetzt soweit. Aber Pacho und Elli. Und Olli ist schon tot. Krass, das ging echt schnell. Und Summit ist wahrscheinlich gleich der nächste. Er hat auch noch 64 HP. Oh fuck, ja, stimmt. Sind vertauscht. Habt ihr recht, ja. Gut, aber Patsch ist das Auto und Samet hat ihn geholt. Wahnsinn. Jetzt ist Ellie gegen Samet. Die haben noch 40 HP Vorteil. Das könnte jetzt noch was werden. Aber Müller steht im Checkpoint. Er hat 10 Sekunden. Aber Ellie hittet ihn böse und die gewinnen die erste Runde. Erste Runde geht an fucking Ellie und Pacho. Hätte ich ja ehrlich gesagt nicht gedacht. So. Habe ich jetzt richtig rum? Habe ich jetzt richtig rum, Alter? So. Na Junge, Alter, ich bin jetzt wieder hier komplett Bot. So, jetzt stimmt's, oder? Ja, jetzt stimmt's. So, ich huste Blut. Ja, Ellie hat richtig, hat richtig Lungenkrebs. So, nächste Zahl ist Map 8. Und Ellie und Pacho führen 1 zu 0, überraschenderweise. Und nearby the church, es ist einfach Jefferson. So, Jefferson. So, Spec 11. Summit und Olli gegen Ellie und Pacho in Runde 2. Ellie P, also Ellie Lungenkrebs und Fleischkäse führen 1 zu 0. Und bleibt noch abzuwarten. Warte, ich muss mal gucken, ob meine auf gespeiert. Boah, 2 Stunden Videomaterial, wa? Wird mir wieder richtig anstrengend. Bisher noch keine Hits von beiden Seiten. Ja, Ellie und Pacho gut mit dabei. Und Summit und Olli laufen wie planlos die Gegend. Pacho springt auf Dächern rum. Und da gibt es den ersten Kontakt. Aber es gibt keinen Platten. Ellie kriegt keinen Platten. Jetzt kommt die Sniper. Ne, Rifle. Er wird mit der Rifle. Josh Lowe kriegt einen Hit ab. Aber das Team LEP hat auch schon Peits gekriegt. Vor allem Ellie.
und Joshilauro am Snipen. Pacho ist entdeckt worden. Schießt mit der M4. Ich glaube, das ist die M4 oder AK. Jetzt. Und jetzt steht der Pacho steht im Checkpoint. Aber komplett los. Verliert 100 APs. Ah, Alvaro Miller rennt hier rum. Ja, Pacho rafft wieder gar nichts und macht Teamfire. Joshilauro gibt 2 Hits, Alter. Aber Pacho und Ellie verlieren diese Runde wahrscheinlich. Sie haben einen heftigen Nachteil und jetzt hat auch Pacho ordentlich gefressen. Aber es sind noch beide am Leben. Haben nur 66 HP. Pacho rennt jetzt zum... und Ellie ist tot. Olli tötet gleich Pacho und er steht 1:1. Stabil. 1:1. Not bad. Venom Org, nächste Runde. Olli und Samet gegen Ellie und Fleischkäse steht... Es steht 1:1. Und nächste Map wird sein... Nummer 39. Fort Carson wieder. Mal gucken. Ja, Fort Carson ist auch recht ausgeglichen. Könnte ganz interessant werden. Und es geht da drüben los. Wunderbar. Bisher echt ausgeglichen. Also stabiles Finale. Ah, ist Joshilauro. Fahren wieder separat mit 2 NRGs und gucken, von wo sie inken. Stehen vorm Fort Carson PD. Da ist Ellie auf dem Dach. Ah, die machen wieder NRG Drive-Fight Taktik. Pacho steht in der Ecke und schämt sich. Und da gibt's ordentlich jetzt bereits. Junge, Pacho hat in der Ecke wieder gar nichts gerafft. Aber Junge, oh, Ellie drückt mies. Ellie drückt mies rein, Alter. Das ist gar nicht gerade gerafft, was abgeht. Aber Samuel ist fast tot. Und Ellie gibt dem miese Hits. Der Shilauro hat es auch. Der kriegt das durch Pacho nicht was. Ach du Scheiße, ist heftiger Vorteil für Team Pacho und Ellie gerade. 90 HP übrig. Ist die Frage, Pacho mit der Spaß. Sehr gute Idee mit der, ich glaube das war der M4, die Ellie ausgerüstet hat. Ja, mit der M4 und damit sind sie fast tot. Sind auch noch beide am Leben. Pacho muss jetzt irgendwie gucken, dass er jetzt die restlichen HP von Samet abziehen kann. Und... Also Alter, Pacho, ne? Nicht dein Ernst. Ah ne, das ist gar nicht Pacho, oder? Also ist doch Pacho. Ne, das ist Olli. Und damit ist Samet schon mal tot. Olli ist jetzt der Last Man Standing mit 22 HP. Das kann aber nichts mehr werden, denke ich. Der ist jetzt im Kreuzfeuer Pacho, der wäre wieder nicht trifft. Und Ellie trifft auch nicht. Jetzt trifft Ellie. Und Joshilauro mit 1 HP. 1 HP übrig. Also in der Junge, Alter, wenn du diese Runde holst, ey, dann war ich Wunschmann. Wenn du die Runde noch holst, dann hast du gewonnen, ohne Scheiß. 1 HP. Die wissen scheinbar nicht, wo der ist. Oder warten einfach mal. Die können aber sehen, wie viel HP er hat und es ist vorbei. Runde 3 geht ebenfalls an Ellie und Pacho. Damit ja, steht es 2:1. Matchpoint ist es noch nicht, weil wir haben Best of 7. Machen wir wieder Generate. Und es ist 44. Las Barrancas. So. Las Barrancas. Runde 4. Ja, wenn Ellie und Pacho jetzt gewinnen, haben sie Matchpoint. Und das ist dann eine sehr, sehr unglückliche Lage für Summit und Olli.
Ich glaube, es war Gun Menu. Das war die Map. Die werde ich nie vergessen. Das war die Map, wo Sunny das 1-0 gegen Weeman geholt hat. Und wer war natürlich Erster in der Runde? Ich. Und ich weiß so genau, als Murat Reese 2 Hits gegeben hat und dann gemeinte, Junge, Murat Sniper Bug. Pacho zeigt eindrucksvoll, wie er nicht Energie fahren kann. Ellie fährt oder fliegt wohl auf den Berg. Die beiden verkriechen sich schön in ihrer Ruine. Ist aber auch eine sehr gute Verteidiger-Map, muss man auch so sagen. Also, da kann sich in der Ruine kann sich so gut verstecken. Da haben die echt Glück, dass sie diese Map jetzt gekriegt haben. Nett lachen. Ja, Fressbrett dich mal an. Was, wo fährt der denn hin? Junge, die Hälfte ihrer Zeit ist schon vorbei. Und Pacho fährt irgendwo in Usbekistan durch die Gegend. Pacho Stream, Mann. Junge Pacho, jedes Mal, wenn ich auf der Aufnahme sehe, wie du den Stream öffnest, dann gibt es gnadenlos Preisgeldabzug. Dann bedanke ich mich an der Stelle für deine Spende in die Senius mal wieder. In die Senius-Kasse. Direkt erste Hit. Pacho, komplett los. Komplett los. Und es... Ellie ist explodiert. Junge, was war... Der ist gerade ernsthaft in die Luft gegangen. Aber es scheint auch nicht verlost zu sein. Oder doch, es scheint los zu sein. Pacho, es hängt alles an Mr. Fleischkäse. Der, es sieht gar nicht so bad aus. 122 zu 196. Das war klassische Aimbot-Fail, Teamfeuer. Pacho, lebt noch. Er gibt den 2 Hits. Ah, wie frech ist das denn? Ah, er tötet ihn. Ich darf es nicht. Er hat zwar den Vorteil. Er hat mehr HP als Summit. Er hat mehr HP als Summit. Jetzt, Jungs, das wird ein Upset, Alter. Das wird ein Upset, Junge. Ellie scheißt komplett rein, macht hier selbst von Attentat mit Heli. Ja, der kann auch nicht in den Checkpoint gehen, weil der in Flammen steht. Junge, Pacho, Alter, der schwitzt locker richtig, Junge. Das Fleischkäse, der Junge, die Fleischkäse sind richtig gegrillt gerade. Die Hände brutzeln. Junge, wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott, wenn er jetzt noch... Ja, er muss ihm 2 Siegel jetzt geben. Nein, er gibt ihm keine Diglets. Ja, das war ja wieder komplett brain dead. Also, Junge, Pacho hätte echt hier der Held der Nation werden können, aber nee, er rennt in den Checkpoint. Ey, das war mal wieder so richtig brain dead. Naja, wie auch immer, Runde 4 geht an Olli und Summit. Und es ist so ausgeglichen wie selten nicht mehr. 2 zu 2, nicht schlecht. So, Random Org. Das ist bisher die ausgeglichenste Runde in diesem Tournament. Aber das ist natürlich wünschenswert für das Finale. Startbase 45. Es ist noch nicht Match. Es ist zum dritten Mal, zum verfickten dritten Mal heute wird El Corona gespielt. Wow. Random Orcs ever rigged. Ever rigged. So, das Gewinnerteam in dieser Runde kriegt... hat in der nächsten Runde Matchpoint. Ah oh ja, stimmt. Der Patsch hat erst auf 50% der Zeit den Ort gefunden. Einfach nur dem Essen nach. Okay, die beiden verkriechen sich in der Haustür. Soll ich mal küssen? Komm her, ich... Nee, verbrauche ich nicht drücken. Muss schon unangenehm sein, von Pacho kassiert zu haben, ja. Scheinbar cheatet der Junge nämlich gerade gar nicht. Also er hat mir versichert, dass er gerade nicht cheatet. Das muss er ja eh später beweisen, indem er hochlädt. Mit seinem Bambus-PC.
Aber ja, Patrick ist natürlich auch so ein klassischer Wixplode-User, ne? Der halt mal so denkt, ja, ich kann nicht treffen, dann benutze ich mal wieder Wixplode. Und der dann so im Forum sagt, ja, ich cheate ja gerade wieder und so. Und dann meint, es ist nur so Troll und dann wirklich cheatet er so. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Es passiert bisher noch gar nichts. Man hat jetzt nur dieses fette Fahrzeug, dessen Namen ich gerade vergessen habe, abgestellt. Und es wird wieder Spaß Drive-By gespielt, wie es aussieht. Und da gibt es die ersten Hits an Ellie, der eine Deagle hat. Spielt Patchogel. Hat keiner von denen Spaß? Das würde mich jetzt wundern. Aber wir machen die schon die ganze Zeit so? Ich glaube schon, oder? Also Ellie hatte glaube ich, in der letzten Runde auch keinen Spaß. Also es ist schon fahrlässig, auf so eine starke Waffe zu verzichten. Aha. Und Summit und Ellie treffen sich nun. Und ein Hit! Zwei Hits! Oh, shit. Das war nicht schlecht. Damit ist klarer Vorteil jetzt wieder für Ellie und Pacho. Und Pacho gegen Summit. Spaß gegen Deagle. Hat ihm scheinbar zwei Hits gedrückt. Und nebenan gibt's auch wieder Fight. Pacho rafft aber nichts. Und da kommt die Spaß wieder. Jetzt haben sie ihren Vorteil echt verspielt. Und Pacho ist tot. Wahnsinn. Ellie gibt zwar Olli einen Hit, aber gegen Summit keine Chance. Bei denen ist scheinbar kein Zaun, ja. Er spielt mit MP5 und damit ist es vorbei. Matchpoint, Olli und Summit. Puh, also. Gehe ich nochmal kurz zu den Teilnehmern. Channel switch. Also Jungs, ich führe 3-2 Matchpoint, wenn ihr gewinnt. Ihr wisst, was ihr gewinnt. Ja. Wunderbar. Date mit dir, oder? Bitte? Date mit dir, können wir ein Eis essen gehen, bitte? Ah jo, genau. Channel So switch. Jungs, und den Summit haben Matchpoint. Jo. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Eure Warte, Ehre. Matchpoint. Euer Leben. Matchpoint Es ist heißt nicht Best of 9. Best of 7. Darf man nicht sehen? Hey, warum steht da 9, hä? Ja, weil einfach 9 steht, Junge, nerv mich nicht. Channel So. switched. Jetzt nächste Runde. Random Org 49. Wobei, jetzt wo sie Matchpoint haben. Nee. Nee. Ich habe eigentlich überlegt, bei Matchpoint irgendwie Coinflip oder so einzufügen wegen Attack und Defender, aber. Ja. Platz 49. Oh shit, das war die Map, wo sich Safa so beschwert hat. Das war die Map, die sich so Safa so beschwert hat, ja. Ja, und er schreibt schon GG. Er schreibt schon GG. Oh, ist das bitter. Jungs, wie gesagt, alles Random Org hier auf meinem Laptop. Ich kann vielleicht irgendwie mal noch, keine Ahnung, irgendwie mal ein Bild davon machen, aber Result war wirklich 49. Ja, balanced. Dann müsst ihr jetzt irgendwie euch mit arrangieren. Also wenn Pacho und Ellie die Runde gewinnen, Junge, krank. Aber es ist echt Pech. Also wie gesagt, ich mache alle Maps per Random Org. Alle Maps. Und das ausgerechnet beim potenziell letzten Match ID 49 kommt und Pacho und Ellie Attacker sind, ist halt einfach nur heftiges Pech. Da will einfach halt das gute Schicksal halt nicht, dass die beiden gewinnen. Oder vielleicht gewinnen sie auch die Runde, dann will das Schicksal wiederum doch. Also mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ultra Instinct Nigger, ein Giga 1. Fährt mit der Savanne Apacho, fährt hier mit dem, was weiß ich, Gerät rein. Jetzt natürlich die Frage, ob die jetzt die letzte Runde trollen oder wirklich versuchen. Also es wäre natürlich enttäuschend, wenn sie trollen würden. Weil die haben sich bisher richtig gut geschlagen. Also, no joke, das war stabile Leistung von den beiden bisher. Und da gibt's direkt Attack. Und das ist eigentlich ziemlich smart, dass sie sich so einen Schutzwall aufbauen. Und die haben echt wenig HP bisher verloren. Aber Pacho steht komplett im Kreuzfeuer und hat keinen Backup.
Idee dahinter ist aber echt smart. Die haben so ein bisschen reingeschissen, weil Pacho wieder sich komplett outflanken ließ. Aber Ellie, gib dem ordentlich. Pacho, der muss jetzt irgendwie überleben. Pacho muss einfach nur die Zeit schicken. Ellie macht den Hasen hier. Junge, Ellie macht das. Oh mein Gott, doch nicht. Ich habe mich wohl getäuscht. Und Ellie ist tot. Pacho ist folgt gleich. Und das, wir haben scheinbar einen Gewinner. Ja, wir haben einen Gewinner, meine Damen und Herren. Olli und Summit, den Teamnamen habe ich gerade vergessen, gewinnen das Senews Tag Team Tournament. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Wir gewinnen 5 KK und 2 SL Codes. Ja. Wie gesagt, es war jetzt einfach übertriebenes Pech, dass die ausgerechnet jetzt diese Kack-Map kriegen. Die ist unbalanced, kann man so unterschreiben, ja. Aber wie gesagt, ich entscheide nicht, welche Maps gespielt werden. Das entscheidet Random Org. Und auch Attacker und Defender, das ist alles nacheinander. Das ist alles, wie gesagt, random. So, wie geht's jetzt weiter? Olli und Summit müssen mir die Aufnahmen hochladen. Ich werde da halt mal gucken, ob die ESC-Flucht gemacht haben, ob da irgendwie Cheat-Verdacht-mäßiges drin ist. Wenn ich da irgendwas finde, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich vielleicht gegebenenfalls eine Overwatch-Beschwerde machen, die dann sehr unkorrupt ausgewertet wird, hoffentlich. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Senus-Event hoffentlich. Bis dahin und tschüssi.